Wir laufen jetzt rüber und bringen dem das. Und wenn der anfängt zu schnüffeln, dann rennen wir weg, weil der riecht die. Der riecht die Kadaver. Glaube ich. Lauf, 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 lauf. No, 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 no. Hallo und willkommen zurück auf Ark Ragnarok. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier oben in den Schneebergen. Ich bin hier einfach mal hochgeflogen, um so ein bisschen mehr Aussicht zu haben. Aber hier oben ist auch nicht so super viel los, ehrlich gesagt. Deswegen starten wir jetzt direkt mal wieder hier runter. Es ist früh am Morgen. Meine Stimme ist noch nicht so ganz fit. Auch in Ark ist es früh am Morgen. Also in Echtzeit und in Arkzeit. Und ich habe da unten ein Tier gesichtet, was wir schon ziemlich lange suchen. Die gibt es auch bei uns zu Hause auf Fjordur, aber da haben wir noch keinen guten gesehen. Da gibt es immer noch relativ wenige. Und hier habe ich jetzt einen gesehen, den wir, glaube ich, mitnehmen müssen. Wir sind also wieder so ein bisschen beim Tierchen sammeln, ganz klar. Da ist ein 140er Griffin mit 23 Punkten Melee-Damage, 26 in Health. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Der hat 14.000 Torpor, das heißt, der wäre schon fast so ein Kandidat für so einen Mega-Trank-Dart. Das wäre so ein bisschen die sichere Variante, ne? Aber ich glaube, der geht noch mit normalen Darts. Jetzt könnten wir den natürlich netzen. Ich denke, das wäre auch gar nicht doof, deswegen versuchen wir das mal. Wenn der jetzt kommt. Er kommt! Er liegt! Das ist die sicherste Methode, da kann er nämlich gar nichts machen. Und dann können wir den jetzt ganz gemütlich auf 14.000 Torpor bringen. Das sollte dann passen. Das funktioniert ganz gut. Der hat ziemlich viele Hitpoints. Ich glaube, das sollte kein Problem werden. Wir haben noch 40 Sekunden. Es könnte ein bisschen knapp werden, ne? Das wäre richtig blöd, wenn er dann wegfliegt. Mit ganz klein wenig Torpor. Und dann irgendwo runterfällt, wo er gefressen wird. Oh oh. Das schaffen wir aber. Hieks. Und wir haben ja ein Schaf gemeuchelt. Das können wir dann direkt hier anbringen. Ich glaube, der mag Schaf. Griffin. Und? Gute Nacht. Jetzt schläft er. Okay. Hier ist die Kampfmusik so ein bisschen anders, ne? Das ist die Fjordur-Kampfmusik. Die ist so ein bisschen bedrohlicher. Okay. Und dem geben wir jetzt, wie gesagt, das Schaf. Ich glaube, das hat noch... Regin, ne? Regin, hast du noch das... Ja, du hast noch das Schaf. Gib mir mal 3 Schaf. Gucken, ob 3 Schaf reichen. So, Schafzeit. Du brauchst angeblich 2 Stück. Okay, jetzt hast du 3, das sollte dann auf jeden Fall reichen. Dann müssen wir jetzt nur warten, bis er langsam wieder aufwacht. Ich glaube, torpormäßig soll es passen. Der verliert ziemlich wenig. Jetzt müssen wir warten, bis der Foodstart hier entsprechend runtergeht. Das wird ein bisschen länger dauern, okay. Ich glaube, wir lassen den mal liegen. Und schauen so lange ein bisschen weiter. Hier ist jetzt nichts Gefährliches in der unmittelbaren Umgebung. Ihm soll es also gut gehen. Oh, da gibt's Honig. Da kommen wir aber nicht hoch, ne? Schwierig. Ja doch, das geht. Bäm. Hilfe. Die pieksen mich. Jetzt haben wir sogar Honig. Sehr cool. Das sind Raptoren. Die sollten wir vielleicht wegmachen. Hier kein Stress anfangen. 145er. Ich glaube, wir haben alle. Ne, da ist noch einer. Archie. Haben wir jetzt alle? Ich glaube. Das sind jenen da unten. Unser Griffin liegt ja da drüben. Das sollte passen. Die kommen da nicht hoch. Okay, wir fliegen einfach mal eine Runde und schauen so ein bisschen, was wir noch finden. Es gibt ja noch so ein paar Gigaspawns. Die müssen wir auf jeden Fall abfliegen. Und dann schauen wir mal, was wir noch so sehen. Hier gibt es nämlich richtig viele spannende Tiere.
Und das hier sind die großen Grasebenen. Hier gibt es, glaube ich, viele T-Rexe. Oh ja. Wenn ihr euch zurückerinnert, vielleicht wart ihr da schon dabei. Da haben wir auch im Stream eine riesen Basis hochgezogen. Oh, was ist das schon wieder ein Karcher? Level 50. Oh. Wie der die alle wegsnackt. Die halten nicht lange durch, ne? Okay. Dann versuchen wir den jetzt zu zähmen, oder? Oh, das ist, glaube ich, ein guter Drop. Die Blodokus-Sattel. Doch nicht. Die mit Ring, die haben eigentlich immer ganz guten Loot. Schauen wir mal rein, was das für ein Sattel ist. Diplodocus. Mastercraft, ich sag doch, der ist gut. Ich meine, Mastercraft Diplodocus-Sattel ist jetzt nicht so super wesentlich. Aber das ist trotzdem gut, ne? So. Jetzt gibt's ja eine ganz seltsame Methode, diese Carcharodontosauren zu zähmen. Und zwar müssen wir die mit Kadavern füttern. Zum Beispiel mit Kanos. Ich weiß nicht, ob Kanos gehen. Kanos sind relativ groß und schwer, ne? Also man muss die selber tragen und ziehen können. Das ist wichtig. Oh ne, das läuft weg. Boah, das ist ein bisschen gefährlich, was ich mache, ne? Egal, wir machen das jetzt. Wir nehmen den mit und schleifen den rüber zum Carcharodontosaurus. Shrek Buddy. Und verfüttern den. Und wir müssen, glaube ich, relativ schnell, relativ zügig, relativ viel verfüttern, damit es funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so ein paar Kadaver sammeln. Damit wir dem die dann bringen können. Ich weiß nicht, ob ich den Kano ziehen kann. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Ich glaube nicht, der hat zu hohes Drag Weight oder wie das heißt. Und dann dürfen wir uns halt nicht beißen lassen, ne? Ich glaube, wenn der uns beißt, dann ist Ende. Ja, den kann ich nicht ziehen, der ist zu dick. Ist doof. Wir brauchen noch irgendwie ein paar kleinere Tiere. Aber so ein Petri wird nicht ausreichen. Da gibt es so ganz gute Tricks. Das Beste ist wohl, wenn man seine eigenen T-Rex-Babys verfüttert oder Bronto-Babys oder sowas. Weil man die Babys, die haben kleineres Dragweight. Das heißt, die kann man ziehen. Was mit dem? Den können wir auch ziehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die sind relativ groß. Machen wir ein paar von dem platt. Ist da noch einer? Ein Galli. Mach den Galli weg. Apache Rhino. Level 150er. Oh no. Warum habe ich den Galli nicht erwischt? Der Galli ist weg. Okay. Da liegt jetzt ein bisschen was im Busch für uns. Ich glaube, wir parken mal. Der ist halt direkt bei uns, ne? Ich glaube, der frisst sowieso schon unsere. Ja, nee. Hat der schon unsere Köder gefressen? Nee, das liegt da noch. So. Ich bring dem jetzt was. Das wird super kritisch. Okay. Wir laufen jetzt rüber und bringen dem das. Und wenn der anfängt zu schnüffeln, dann rennen wir weg. Weil der riecht die. Der riecht die Kadaver. Glaube ich. Lauf, 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 lauf. No, 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 no. Er kommt. Okay. Huh? Okay. Ich glaube, das hat funktioniert. Jetzt bringen wir dem noch was. Jetzt haben wir hier oben ja noch was liegen. Wir bringen dem jetzt dieses Viech. Und hoffen, dass hier keine anderen Tiere spawnen, die uns dann Probleme machen. Wo ist er? Ich höre ihn. Der ist da im Wald. Das ist schlecht, dann sieht man ihn nicht. Magst du was? Oh, er schnüffelt. Ich häng fest. Er hat mich gesehen. Weg, weg, weg. Jetzt frisst er die ganzen Dinge. Oh, nee.
Der frisst unsere Vorräte. Der hat so eine Anzeige über dem Kopf, glaube ich, ne? Okay, jetzt können wir ihn aber dahin ziehen, wo wir ihn haben wollen. Wir lassen den mal hier, weil da laufen noch ein paar kleine rum. Da ist ein Rex 130. Hier ist ja noch so ein Galli. Da oben ist, glaube ich, auch noch einer. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben, bis der Buff wieder abläuft. Das heißt, wir müssen uns echt ranhalten. Galli? Da ist er. Stopp, stopp, stopp. Brauch dich. Tut mir leid. Wir nehmen den jetzt mit, den Galli. Drag Buddy. Geht das? Drag? Das geht nicht. Ist buggy. Es funktioniert. Okay. So. Wir haben halt nur so Kleinzeug. Also je größer die Tiere sind, desto besser. Deswegen ist es wohl gut, wenn man denen so... Oh, ich habe ihn verloren. Wenn man denen halt Rex-Babys verfüttert. Aber ich will nicht unsere Rex-Babys verfüttern. Das ist total gemein. Außerdem geht das bei uns gar nicht, weil wir gar keinen Friendly Fire aktiviert haben, ne? Das müsste man dafür aktivieren. Okay, die Anzeige hat er noch. Oh, wir brauchen aber noch viel mehr Food. Und ich muss auch was essen. Komme ich rechtzeitig weg? Ich glaube schon. So. Dann hauen wir direkt mal ab, dass er uns nicht wieder sieht. Und dann essen wir erstmal so ein paar Steaks. So. Okay. Gibt's hier noch was Gutes? Ich sehe nicht viel. Was ist denn eigentlich mit den... Man kann ja mit dem Dino auch größere Tiere ziehen, ne? Da ist noch ein Griffon. Also wir könnten eigentlich mit Raijin auch größere Tiere ziehen. Aber ich weiß nicht, ob das... Funktioniert das mit Raijin überhaupt? Nee. Mit manchen Tieren geht das ja, ne? Oder ging das mal? Ich dachte, ich hätte schon mal mit Dinos andere Dinos durch die Gegend gezogen. So, also diese ganzen Kleinen, die bringen halt fast nichts. Wir brauchen irgendwelche... Das ist ein Fiomia? Wir machen mal den Rex weg. Den brauchen wir jetzt halt nicht. So. Jetzt hätten wir noch ein Fiomia. Also ich glaube, wir müssen einen Haufen machen von Tieren, die wir verfüttern wollen. Das Problem dabei ist, der kommt ja immer näher. Und der frisst uns die Tiere dann halt weg. Und dann können wir die nicht mehr verfüttern. Das ist, glaube ich, das Schwierigste an der Sache. Da ist noch so ein Petri. Lass den mal hier liegen. Und der bewegt sich dann auch immer noch. Man könnte die natürlich auch einmauern, ne? Dass die nicht weglaufen. Das geht auch. Trikes sind zu groß. Jetzt will er wieder die Trikes und rennt wieder durch die Gegend, ne? Da ist noch ein Petri. Die sind sowieso zu klein. Die sind echt schwer zu zähmen. Hört ihr ihn trampeln? Ich sehe nichts, aber ich höre ihn. Schnüffelt er schon? Ja, er schnüffelt. Ich glaube, wir sind jetzt aber so weit, oder? Sind wir jetzt so weit? Kann ich jetzt irgendwie aufsitzen? Right. Oh, wir können jetzt... Ja, jawohl. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, Tiere fressen irgendwie. Gegner auffressen. Oder? Ja, das funktioniert. Okay, die sind ultra wendig. Wie lange habe ich jetzt Zeit? Sieht man das irgendwo? Ich glaube nicht. Hier gab es noch zwei Brontos. Okay, wir hatten gerade so einen Boost, glaube ich, oder? Wir konnten so schnell laufen irgendwie. Können wir jetzt nicht mehr. Prissi! Ja, okay, so super viel Schaden macht er nicht, ne? Aber es geht. Wir haben links unten so eine Anzeige. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ach, das ist irgend so ein... Das ist so eine Art Boost. Wenn wir Tiere auffressen, dann kriegen wir diesen Boost, oder? Prissi!
Was war das? Ein Schwanzschlag. Mega. Jawohl. Frissi, frissi, frissi. Ich hoffe, Raijin geht's gut. Der ist irgendwo ganz woanders. Erwischt. Haben wir irgendwo eine Anzeige, wie lange wir... Wir haben nur die Taming Progress, ne? Also der kann mich jederzeit abwerfen, denke ich mal. Das wäre nicht so gut. Boah, was ist... Das ist ein 145er, deswegen hält er so viel aus. Krass. Friss ihn! Mach schon! Wir brauchen den Boost! Okay. Machen wir den auch gleich weg. 90er sollte ein bisschen schneller gehen. Und dann die ganzen Brontos, die sind bestimmt gut, oder? Yeah, das ist so ein bisschen vergleichbar mit den... Boah, wie hießen die überhaupt? Diese stacheligen Sauropoden. Mit den Eis- und den Feuerstacheln. Das sind coole Zähmethoden einfach. 145er. Ich suche mir auch immer die größten raus. Hitpoints sehen gut aus. Stamina geht so ein bisschen runter. Wir haben ein Food-Problem, ne? Wir haben, glaube ich, Hunger. Dabei fressen wir doch wie die Verrückten. Verstehe ich nicht. Oh, der 130er ist ziemlich zäh. Eieiei. Nochmal so einen Schwanzschlag. Bisschen auf. Der 90er ist schon genauso weit unten. Der geht deutlich schneller. Okay, einen haben wir. Wir haben immer noch das Food-Problem. 85%. Noch ein 145er. Oder ist das immer noch der gleiche? Wir haben doch den anderen schon zerlegt. Wir haben halt keine Anzeige, ne? Jawohl! Accept! Yes! Es hat funktioniert! 74er! I feel lucky to have crossed paths with Carcharodontosaurus medicupestis and lived to tell the tale. Though I'm not sure if this predator grows bigger than a Gigantosaurus, I hope to never find out. Just mega cool! Den hatten wir noch nicht. Die haben auch einen Sattel, das heißt, wir müssen denen erstmal so einen Sattel herstellen. Oh, er kommt! Friss ihn auf! Aua! Der sabbert ja wie die Hölle. Ich glaube, der hat noch diesen Blood Rage-Effekt. Die haben so einen Boost. Die Helena hat uns jetzt die gesamte Explorer Note vorgelesen. Das ist eigentlich ganz witzig. Das kann man auch irgendwie abstellen. Das hatte ich schon mal abgestellt, dass die dann aufhört zu lesen, wenn man das schließt. Aber gut. So viele Explorer Notes machen wir eh nicht mehr auf. Das ist relativ selten. Das ist ein komplett neuer Dino. Zum ersten Mal gezähmt. Die sehen ultra cool aus. Die sind wendig wie ein kleiner Raptor. Und ich glaube, die machen auch relativ gut Schaden. Er hat jetzt auch gar nicht so schlecht Hitpoints mit 16.700. Das ist auch ganz schön gut. Also das ist allgemein gar nicht schlecht, das Tierchen. Da bin ich super gespannt drauf, die dann wirklich zu testen. Und wir brauchen natürlich noch ein Weibchen, dass wir die nachzüchten können. Also ich glaube, gute Gigas und gute Karchas werden wir wahrscheinlich eh nicht finden. Die sind einfach zu selten. Da müssten wir dann irgendwie auf Ragnarok umziehen. Hier gibt es die häufiger. Aber auch hier werden die schwierig zu finden sein. Also ein guter Giga, da braucht man schon extrem viel Glück. Deswegen, glaube ich, züchten wir einfach mit denen nach, die wir finden. Und wir zähmen auch einfach die, die wir finden. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Das war jetzt nicht so problematisch. Also bei uns sind die Zähmraten natürlich auch ein bisschen besser als auf einem Vanilla-Server. Muss man auch dazu sagen. Wenn die Taming-Raten schlechter sind, dann sind halt so Tricks wie Babyrexe verfüttern. Dann, ja, die sind dann wichtig. Oh, hier ist so eine Höhle, ne? Ohne die geht's dann nicht. Ist das eine Höhle oder ist das nur so ein... Ach, das ist nur so ein Durchgang. Mega cool. Ja, also es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, hier auf Ragnarok vorbeizuschauen. Super coole Map. Richtig viele spannende Tiere hier unterwegs. Jetzt haben wir einfach mal so einen Karcher gezähmt und es ging viel schneller als gedacht. Honig haben wir auch schon. Ich habe schon so ein Bronto-Ei gefunden. Wir haben richtig coole Blueprints gefunden. Das ist auch total gut. Die Loots sind hier halt so gut, ne? Hier gibt es halt gescheite Loots, mit denen man was anfangen kann. Wow, ein 150er blauer T-Rex. Mit ultra schlechten Statistiken. 14 Punkte in Hitpoints und 18 in
Melee Damage. Ich glaube, das kann auch ein 50er Rex. Oder zumindest so ein 80er. Ich glaube, den nehmen wir nicht mit. Wir brauchen eh keine T-Rexe mehr. Wir haben ziemlich viele gute. Und wir haben schon gut nachgezüchtet. Wir bräuchten, wenn, dann so ein Tech-Rex, ne? Das wäre wichtig. Wir fliegen jetzt nochmal kurz Richtung Wyvern-Schlucht. Da habe ich nämlich so ein bisschen was verpasst, glaube ich, letzte Folge. Die ist schon länger, als wir das gesehen haben, ne? Ich hatte mich ja so ein bisschen gewundert. Wieso sehe ich die nicht? Ist das auch ein 20er? Okay. Und da ist noch eine Mantis. Also hier gibt es viele Mantis, aber wenige gute. Oh, die ist nicht schlecht, ne? 19 Punkte in Melee Damage und Hit Points. Wollen wir die einfach mitnehmen? Wir finden sonst doch eh keine. Ich suche jetzt schon so lange. Wir nehmen die jetzt einfach mit, weil dann haben wir eine. Und wenn wir eine haben und sagen, uns ist alles egal, dann finden wir bestimmt noch mehr. Ihr kennt das ja. So, wir landen jetzt einfach. Und dann müssen wir hier so ein bisschen aufpassen. Vielleicht machen wir das zuerst. So, landen ist ja eh immer ein bisschen schwierig. So. Dann nehmen wir mal das Ding raus. Oh, die kommen schon. Passive. Stimmt, das sind ja passive Tames. Da brauchen wir die Mittel für, ne? Oh, nix wie weg. Das geht gar nicht. Dafür brauchen wir Bug Repellent, oder? Das habe ich ja gar nicht mitgenommen. Also die Mantis müssen wir bei uns zähmen. Oder wir kommen nochmal wieder. Die muss man ja mit Ghillie-Suit und Bug Repellent, glaube ich, füttern, ne? Also zähmen dann. Füttern mit 140er Rhino. Füttern am besten mit Fleisch, oder? Mantis? Das ist ganz schön kompliziert mit den ganzen Tieren. Die fressen, ach ja genau, Deathworm-Horns. Da haben wir ja welche. Wir haben mal Deathworm-Hörner eingesammelt. Aber wir haben nur eins. Zu Hause haben wir noch mehr, ne? Wir haben schon ein paar mehr gemeuchelt. Deathworm-Hörner. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so kompliziert ist, Mantis zu zähmen. Ist auch schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben. Gut, aber wir haben genug Hörner, wir müssen dann nur Bug-Repellent einpacken. Und jetzt fliegen wir mal die gesamte Wyvern-Schlucht ab. Hier oben waren wir ja schon. Da haben wir schon nach Eiern geguckt. Oh. Eine 20er. Das ist ja nicht so prickelnd. Das ist ein Ei. Das ist ein Blitzwürfern-Ei. Vielleicht liegt hier tatsächlich auch irgendwo noch das richtig Gute von der 100... Was war das? 180er oder so? Blitzwyvern? Das wäre möglich. Airbreak. Wir haben hier letzte Folge so eine 180er oder sowas in dem Dreh gemeuchelt. Vielleicht hat die ein Ei gelegt. Level 50. Das nehmen wir mal mit, damit das Nest wieder frei ist. Jetzt dürfen gleich ziemlich viele hier auftauchen, ne? Sind die jetzt böse? Ich sehe noch keine. Ah doch, da war was. Das ist eine Blitzwyvern, ein Airbreak. So. 185er! Schon wieder so eine High-Level. Aber die legen irgendwie keine Eier, ne? War das ein Männchen oder ein Weibchen? Vielleicht sind das immer Männchen. Ich sehe jetzt kein weiteres Ei. Boah, also hier sind richtig gute unterwegs. Da ist was. Das sieht aus wie ein Ei. 55er Poison-Ei. Die Nester sind alle blockiert von so schlechten Eiern. Nehmen wir das auch mal mit. Einfach um das Nest zu säubern. Wir können die ja dann aufessen oder so. Weil ich glaube, wir können nicht so viel tragen, ne? Ja, die sind super schwer. Ich esse das einfach mal. Ist halt Verschwendung, aber... Consume? Wir werden jetzt sogar gefragt, ne? Damit wir nicht mehr aus Versehen die guten Eier fressen. Okay. Genau, hier sind wir reingeflogen. Und hier geht's aber links noch weiter, ne? Das habe ich komplett übersehen. Ist schon ein bisschen her, dass ich hier auf Ragnarok unterwegs war. Jetzt fliegen wir mal hier rein. Gucken, ob da irgendwo eine gute Alpha. 10.000 Hitpoints. Schaffen wir die? Das kann auch sein, dass die mich röstet, ne? Raijin, schaffen wir eine Alpha-Wyvern? Alter Schwede. Das wäre mega cool, wenn wir die schaffen würden, ne? Ich kenne mich hier halt auch wenig aus, ist alles nicht so gut.
Das sind alles Feuerwürfern hier. Wir versuchen das, oder? Okay, wir sind schon mal geröstet. Das ist nicht so gut. Jetzt kommen noch mehr. Sollen wir einen Airbrake machen? Na, ich weiß nicht. Verfehlt. Wir locken die mal raus. Da fühle ich mich sicherer. Da sind wir ein bisschen freier in der Manövrierbarkeit. Oh, die ist schnell. Oh, sie ist fast tot. Wir haben die schon fast zerlegt. Das schaffen wir. Jawohl. Die andere gleich mit. Mega. Wir haben eine Alpha Wyvern zerlegt. Wir haben ein bisschen Hitpoints verloren, aber es geht. Die hat uns nur einmal erwischt mit dem Feuer. Tot. Oh, irgendwer frisst die gerade. Wer nagt an unserer Wyvern rum? Ach, das war der Otter, ne? Der Schulterotter. Jawohl, wir haben jetzt mega viel Milch und das wird alles schlecht, ne? Die müssen wir jetzt schnell wegbringen. Ich glaube, wir bringen die Milch weg in Richtung Obelisk. Da, ich glaube, dass der Obelisk die so ein bisschen kühlt. Ich glaube, die hält sich so ein bisschen länger, wenn wir die in Obelisken packen. Ich weiß gar nicht, ob wir die mitnehmen dürfen, aber ich denke schon. Es gibt ja so ein paar Items, die darf man nicht mitnehmen. Aber ich glaube, Wyvern-Milch gehört nicht dazu. Das sind die ganzen Relikte und irgendwelche Tierkrallen und sowas. Das darf man alles nicht mitnehmen im Obelisken. Das ist ein bisschen doof. Poison Wyvern. Das ist die Poison-Abteilung hier. Das sind alles Poisons. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht aus dem Sattel holen. So. Eieiei. Ich wusste gar nicht, dass das so cool ist hier unten. Da ist ein 165er Lightning. Raijin, du kriegst Gesellschaft. Landen? Kannst du landen? Nee? Vielleicht hier so landen? Füße auf dem Boden? Nee? Geht nicht. Jetzt geht's. Okay. Das nehmen wir mit. Raijin, lass mich mal dahin, bitte. Wir müssen das wegmachen. So. Und das nehmen wir mit. Bam. Jetzt sind wir knallhart überladen. Wir müssen ein Ei essen. Aber nicht das falsche, sondern das hier. Das ist das Level 50er Lightning Wyvern Ei. Consume. Oh, wir haben ja sogar die. Oh, wir haben sogar die Skins bekommen. Mega cool. Die Alpha Wyvern Skins, ne? Das ist so eine coole Map. Also, die ist so schön gemacht. Oh, ich glaube, wir müssen mal wieder richtig eine ganze Season auf Ragnarok spielen. Mann, ist das schön hier. Super geniale Map. Okay, dann fliegen wir jetzt zurück zum Obelisken. Ich muss Inventar ausleeren. Wir müssen die Milch sichern. Ich muss so ein bisschen Gewicht loswerden. Wir schmeißen mal das ganze Prime raus. Tschüss, Prime. Accept. Was haben wir denn jetzt eigentlich bekommen alles? Wir haben ein gutes Ei gefunden. Wir haben richtig viel Milch bekommen. Wir haben Alpha and Wyvern Trophy bekommen. Wir haben die Handschuhe bekommen. Genau, es ist nur dieser Handschuhskin. Der ist aber ziemlich cool, ne? Können wir mal anziehen. Sehen wir halt so nicht. Da müssen wir einmal hier reinschauen. Dann können wir den Handschuhskin wechseln. So, ach, das geht gar nicht, ne? Die müssen wir auf die Handschuhe draufziehen. Können wir trotzdem draufziehen, aber man sieht es, glaube ich, dann nicht. Doch, man sieht's. Okay, das passt eigentlich auch ganz gut, ne? Das überlappt sich so ein bisschen. An den Armen sieht man den Skin, aber die Brust, die verdeckt es. Nehmen wir mal den Brustskin runter. So sehen die eigentlich aus, die Handschuhe. Die sind schon ziemlich stylisch. So. Wir machen das einfach, wir kombinieren das. Haben wir zwei coole Skins an. Okay, Mantis brauchen wir ja dann erstmal nicht gucken. Es sei denn, wir gehen noch kurz nach Hause. Vielleicht mache ich das. Wir müssen sowieso zum Obelisken. Wir müssen sowieso Tiere hochladen und so. Dann kann ich auch schnell nach Hause und so ein bisschen Bug Repellent holen. Und eine Ghillie Suit brauchen wir ja dann auch noch, ne? Das ist halt schon ziemlich Aufwand. Ghillie Mastercraft. Das ist nur der. Ach, das sind tatsächlich Handschuhe, ne? Kein Blueprint. Der Obelisk ist ja. Wo ist denn der? Der blaue Obelisk. Ich weiß es gar nicht mehr.
Der ist im Nordwesten oben. Also wir fliegen in die richtige Richtung, glaube ich. Irgendwie bin ich total verwirrt, was die Map hier angeht auf Ragnarok. Mit den Himmelsrichtungen und so kriege ich das irgendwie nicht auf die Reihe. Weiß nicht warum, habe ich irgendwie anders in Erinnerung oder was? Das passt. Wir fliegen jetzt einfach die Küste hier entlang, dann kommen wir zum blauen Obelisken, dann laden wir unser Zeug hoch. Unsere ganzen Dinos und dann könnten wir auch einen Karcher-Sattel organisieren, ne? Dass wir den schon mal testen können. Das wäre mega. Ich will unbedingt den Karcher testen. Mal gucken, was der alles kann. Der hat diesen Booster-Buff, wenn man Tiere frisst. Und den Schwanzschlag, diesen Rundumschlag, den hat er noch. Müssen wir mal rausfinden, was der genau macht. Also die sind ziemlich spannend und ich glaube, die sind auch ziemlich stark. Ne? Also auch von den Hitpoints her sieht er gar nicht so schlecht aus. Wir müssen halt so ein bisschen vorsichtig mit dem sein. Ihr wisst, wie fragil diese Low-Level-Gigas sind. Der Garcher wird wahrscheinlich auch nicht so stabil sein. Ich glaube ja, Tiny hatte auch 17.000 Hitpoints oder so, ne? Also Tiny hatte fast genauso viel Hitpoints. Und Tiny war nur Level auch irgendwie super schlecht, ne? Noch schlechter als hier Level 60 oder 70, wo wir rausgekommen sind. Na gut, ich fliege mal zum Obelisken und dann laden wir das ganze Zeug hoch. So, Raijin, wir haben die wichtigsten Sachen hochgeladen. Wir waren ziemlich erfolgreich, wir haben ziemlich viel Milch gefunden. Die hält sich hier nicht länger. Das war, glaube ich, früher mal so, ne? Das wurde irgendwann mal gefixt. Das ist kein Kühlschrank mehr. Das heißt, ich muss jetzt schnell rüberreisen, muss das dann einsammeln, bei uns in den Kühlschrank packen, damit die Milch nicht schlecht wird. Und das Ei habe ich schon mal hochgeladen. Wir haben die Wyvern Trophy. Die Wyvern Krallen dürfen wir nicht mitnehmen. Das Horn könnten wir mitnehmen, das Deathworm Horn, aber das brauchen wir für die Mantis. Das wird dann Instant Tame, glaube ich. Und dann haben wir diese beiden Mastercraft. Das ist doch ein Giganotto, ne? Wir haben ja schon Mastercraft Giganotosaurus Sattel gefunden. Das war letzte Folge, ne? Und dann haben wir noch diesen Mastercraft Diplo Sattel gefunden. Auch ziemlich cool. Ein Diplo haben wir, glaube ich, auch, ne? Können wir den richtig cool satteln? Und Black Pearls. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen, weil das kostet einfach mal 2600 Metal. Da ist der Gigasattel günstiger, also fragt mich nicht. Der kostet nur 1500 Metal Ingots. 78 Rüstung und der ist sogar noch besser. Wieso ist denn der Diplo-Sattel so teuer? Das ist total unfair. Dann stellen wir uns lieber den Gigasattel her. Wir waren also jetzt schon super erfolgreich hier auf Ragnarok. Ich habe auch schon mal die ganzen Tiere hochgeladen. Und jetzt müssen wir unbedingt noch unseren Griffin einsammeln. Der schläft ja noch. Beziehungsweise der dürfte jetzt wach sein und ausgezähmt. Wir können mal gucken, ob wir das hier irgendwie... Tame Groups, Taming List, Griffin, Taming Successful. Hat funktioniert. Der Karcher ist hier noch drin. Ach, das ist der schläft, ne? Gut, dann wissen wir gleich, wie hier der Stand ist. Der schläft momentan noch. Und der ist 9 Kilometer entfernt. Also da sieht man dann, wie groß die Map ist. Und der Griffin, den haben wir jetzt nicht mehr, weil der ist ja schon ausgezähmt. Den können wir uns nicht anzeigen lassen. Gut, den müssen wir dann noch holen. Das machen wir. Wir haben auf jeden Fall schon wieder richtig gute Sachen gefunden, richtig gute Tiere gefunden. Wir haben den ersten Karcher gezähmt. Den lassen wir hier auf dieser Map. Da werde ich einfach einen Sattel mitbringen, dass wir den mal antesten können. Da bin ich einfach zu gespannt. Das kann nicht warten, dass wir uns den mal näher angucken. Und ja, die Fähigkeiten so ein bisschen anschauen. Mal sehen, was der alles drauf hat. Weil der hat mindestens 2 Fähigkeiten, wenn nicht noch mehr, plus diese speziellen Buffs, die er kriegt, wenn er andere Dinos frisst. Es bleibt also spannend. Für heute müssen wir leider schon wieder Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.